Hallo zusammen und willkommen zurück zu Layers of Fear. Der erste Schritt ist am schwersten. Deswegen würde ich sagen, tun wir ihn. Damit er hinter uns ist. Wir sind wieder in der Küche. Hier hängt so ganz komisches Gebimsel dran. Überall. Okay. Warum sind wir jetzt wieder in der Küche? Und da ist ein Zettel, den ich nicht lesen kann. Das ist auch nicht schön. So, gucken wir mal, was hier so. Vielleicht ist ja irgendwas drin jetzt. Die Musik, die gerade im Ohr habe, ist natürlich auch nicht schön. Naja. Hier steht immer noch unser ganzes Paprika und sowas. Zum Henker ist denn da, ist gerade rausgefallen. Runtergefallen, wie auch immer. Und man muss dazu sagen, ich habe mich mal nicht erschrocken. Irgendwie habe ich damit schon gerechnet gehabt. Hier ist ein Zettel. Gehackte Mäuse, grobe, knusprige Kadaver lassen mich aushungern. Konstante Übelkeit. Boah. Auf. Weil da kann ich jeweils nicht durch. Wo? Ach du Kacke. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist jemand an der Tür? Güte, mein Nachbar denkt bestimmt hier, ich bin bekloppt. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Is this Haut? Fuck, ich sehe hier schon wieder nichts. Oder ich sehe hier nichts. Ich sehe gar nichts. Irgendwas passiert hier doch gleich. Ich sehe das doch jetzt schon. Hä? Kann da nicht rausgehen. Was? Die Tür ist beleuchtet. So, ich soll hier wieder zurückgehen. Okay. Ein Zettel. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche, danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Hass. Selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. Das ist ein Text, der sich langsam vervollständigt, desto weiter wir im Spiel kommen. Staubmäuse, bla 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 bla, das hatten wir schon. Ach, das sind die Zettelchen, die wir gefunden hatten, okay. Achso,
so, das ist also, dieser Raum hat wohl irgendwas. Da steht was drin. Okay, ach so, jetzt. Zuerst sucht die nach einer Leinwand, irgendeiner Leinwand. Ich muss ein Messer finden. Ich, ja. Okay. Also hier wird irgendwie die Geschichte erzählt, die noch nicht so ganz vollständig ist. Okay. Oh, ich hab Gänsehaut. Ist nichts weiter. Hier ist ein Fahrstuhl. Tja, besser hoch als runter. Würde ich mal so sagen. Da lief jemand. Stand da, habe ich nicht gelesen. Was passiert hier? Was ist das hier für ein komisches Haus? Oder was sind wir für hä? Okay, dann kommen wir ran. Da ist aber nichts. Können wir nichts machen. Zu. Ich dachte eben, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hier ist eine Kerze. Und auch nichts drin. Hä? Hier sind aber alle Türen verschlossen. Hä? Oh, dieses Bild. War das eben schon offen? Habe ich das übersehen? Dieses Bild ist grausam. Das ist echt unheimlich. Das ist ein Schlüssel. Und ein Zettel. Sehr geehrter Herr, während Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und Ihre Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Haupttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zum Grunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich von St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, was wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meinen werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie nicht von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie. Dr. Med Wilhelm H. Green. Okay. Was hat er. Was haben wir mit unserer Frau angestellt? Und wieso ist hier auf einmal Licht? Hä? Das ist ja jetzt auf einmal ein ganz anderer Raum. Wir sind da eben hier reingegangen. Hier. Das ist das Bild, was wir da haben. Schauen wir es mal. Hört sich aber gut an. Immer wenn wir dieses komische Geräusch hören, ist wohl eng eine Erinnerung oder was? The tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh,
Oh, don't make me beg. Okay. Sagt uns das jetzt? So. Müssen wir jetzt hier rein, oder was? Wo passt denn jetzt der Schlüssel? Aha. Da bewegt sich da etwas. Da oben. Es brennt. Das war ein Kind. Angeregte Zwangsstörung, diesen Erfolg habe ich gerade freigeschaltet. Entscheide dich. Das ist wieder eine Ratte? Wofür soll ich mich entscheiden? Oh, das ist auch fies da. Da? Kann ich da noch irgendwas machen? Das ist irgendwie, da ist irgendwas zugemauert, irgendeine Tür. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin hier gerade so mega leise. Naja, Bücher hat der Herr anscheinend viele. Okay. Das ist nichts weiter. Finde ich nicht schön. Nee, nicht, dass ich hier zu leise spreche und ihr mich nicht mehr versteht. Das wäre natürlich auch nicht schön. Kann ich irgendwas machen? Nicht wirklich. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Okay. Oh, eine Weltkugel. Way. Was soll ich jetzt hier machen? Hab ich irgendwas gerade übersehen? Bei meinem Rundgang? Nö. Da ist noch eine Tür. Was sind das für komische Bilder, bitte? Ups. Was war das? Sowas, Mensch. Da ist eine Tür. Okay. Da ist irgendwas drin, da wieder. Klamotten. Krimskrams. Seile. Und noch mehr Krimskrams. Okay. So, ich dachte, da geht er irgendwie hoch. Oh, wir können hier hin.
Ich habe kein Spiegelbild. Man kann nicht lesen. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Steht da? Guter Junge? Warum guter Junge? Willst du das auch? Was will ich? Verschlossen. Zum Bullshit. Okay. Egal, was uns hier erwartet, was da jetzt gleich noch kommen mag, tun, erfahren wir jedenfalls, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.